Die Märkte sind in Bewegung, die Indizes auf dem Aufwärtstrend noch immer. Da hat sich nichts dran ergeben, also auch im Kleinen noch kein Rücksetzer. Wir warten drauf. Der würde uns auf jeden Fall neue Einstiegssignale geben. Nachdem der Markt, wie hier haben wir den S&P 500 hier aktuell, nachdem der so stark nach oben gekommen ist, wäre uns jede hinreichend große Korrektur. Fibonacci lässt hier grüßen, einfach mal von unten messen bis zum Hochpunkt. Das macht jetzt noch keinen Sinn, weil wir sind am höchsten Punkt dieser Bewegung. Das heißt, da können wir jetzt alle 2 Minuten eventuell neu messen. Aber wenn der Markt ein bisschen runterkommt, dann wissen wir, ah, vorläufig ist das hier ein Hochpunkt und dann hätten wir hier Fibonacci-Levels und wissen, dass das typische Levels für Setbacks sind. Also, das ist etwas, worauf wir gerne warten. Eine Bewegung Schub, die andere Bewegung wackelig, um dann den Schub nochmal zu sehen. Wer sowas noch nie gesehen hat, guckt sich vielleicht mal Gold an. Da hatten wir drüber gesprochen. Das war unser Trade des Tages vor gestern, vorgestern wahrscheinlich sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, an welchem Tag das war. Aber es ging um diese scharfe Abwärtsbewegung. Es ging um das Wackeln hier und jetzt die Fortsetzung hier eben nach unten. Der Markt da ja so halbwegs unterwegs. Wir werden sehen, wohin das führt. Bitte, bitte, das ist kein Versprechen, dass das 100% so funktioniert. Aber die Chancen dafür sind halt relativ gut und dementsprechend die Risiken auch einigermaßen begrenzt. Wer solche Sachen nicht verpassen will, der ist herzlich eingeladen beim Trade des Tages sich anzumelden und dann solche Nachrichten dann auf den Computer zu bekommen, um dann rechtzeitig informiert zu werden. Wenn wir schon gerade bei Eigenwerbung sind und bevor wir nochmal was anderes angucken, vielleicht der Hinweis, auch Born for Trading sich anzugucken, da gibt es dann häufig dazugehörend noch tiefer gehende Videos, die auch über andere Märkte nochmal informieren, über andere Situationen. Also am besten bei beiden anmelden und dann gucken, was da passiert. Es ist ja relativ einfach möglich. Die Links stehen hier unten drunter. So, über die Indizes haben wir schon gesprochen. Das ist auch kein großer Unterschied, welche man da jetzt anguckt. Mit einer Ausnahme, dass der Nasdaq aktuell diese Abwärtsbewegung schon ein bisschen vorgenommen hat und dementsprechend hier vielleicht die beste Voraussetzung in dieser Hinsicht schon bietet. Und ihr seht schon, und da warte ich natürlich auf die Long-Seite, Stichwort Trigger. Aber wir haben doch unter Umständen, das müssen wir uns jetzt mal heute Nachmittag angucken, auf der Abwärtsseite auch nochmal die Chance, diese Abwärtsseite mitzunehmen. Also wer ganz kurzfristig unterwegs sein will, der kann hiernach nochmal gucken, ob sich hier ein sinnvoller Trigger eben ergibt, der dann die kurzzeitige Shortseite bringt. Das allerdings wäre etwas, wo wir auf jeden Fall eine Gewinnmitnahme empfehlen würden, denn die Abwärtsseite ist super, entspricht auch dem Trend, hat gar nichts mit dem Gegentrend zu tun. Gegen den Trend? Das ist doch gegen den Trend hier die ganze Geschichte, denn wir haben doch hier eine ganz starke Aufwärtsbewegung. Richtig, in dem Übergeordneten ist das eine Gegenbewegung hier, aber in dieser Abwärtsbewegung ist das komplett mit dem Trend. Aber wie ihr schon richtig wahrscheinlich die Bewegung insgesamt, die ist natürlich nach oben und deshalb ein Rücksetzer bis in diese Zone eigentlich hervorragend und typisch, aber eben dann entsprechend dann auch limitiert. Das heißt, dann lieber eine Gewinnmitnahme hier machen oder den Stop eng nachziehen, wenn es dann doch weiterläuft und dann mal gucken, ob man dann auf Long oder bei einer späteren Gelegenheit nochmal auf einen Short wechselt. Das werden wir uns natürlich regelmäßig angucken. Deshalb nochmal die Einladung, meldet euch einfach an. Aber guckt auch gerne selber drauf. Es soll euch ja auch Spaß machen. Es ist ja auch nicht schön, wenn man immer alles vorgebaut, gekaut bekommt. Aber sucht euch das selber raus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen in den Märkten oder an den Smartphones und Computern, wie auch immer. Euch alles Gute und liebe Grüße.